Hallo. So, das letzte Mal Erstvorbereitung für den Hackerinnen-Findungseinbruch und Ogi. Jetzt noch der Rest von Ogi und so ein bisschen mehr Richtung in der mehr Gedöns in der Richtung. Und da Malachi mir irgendwie vor ein paar Wochen meinte, von wegen unser Bildungsauftrag müsse auch gewahrt werden, hört genau hin, heute lernt ihr etwas. Kaban erklärt die Welt. Ist ja auch mal wichtig. Viel Spaß und bleibt geil. Also. Jojo holt Bier. Genau. Sehr gut. Sie kommt zurück mit Bier. Schnaps. Du wirst in der Zwischenzeit aufgeklärt über verschiedentliche Klatsch- und Tratsch-Geschichten über Jojos Jugend und junges Erwachsenenalter. Was willst du wissen? Muss ich mir jetzt welche ausdenken? Oder denkst du, der Spielleiter welche aus? Der Spielleiter macht das bestimmt. Okay. Und es begab sich eins zu der Zeit, dass Jojo einen jungen Mann quasi ihren Balztanz vollführte und sagte, willst du der meinige heute sein, du schnucklig, schnittig Fickgebein? Und er ging das dann ein und der Akt wurde vollzogen. Und leider konnte sie sich tags darauf nicht mehr seines Namens entsinnen und er wurde darüber arg bös. Und verhielt es sich so, dass am darauf folgenden Abend wieder eine große Feierlichkeit anstund und sie sich erneut einen jungen Typen heransuchte und sie hatte einige Schwierigkeiten, nächste Ziel zu überreden, hat es aber ziemlich dann irgendwann geschafft und machte sich ein wenig lustig über den letzten, der da so muschihaft war, und wie sich herausstellte, war der letzte auch der diesige, der sich erst geschmeichelt fühlte, dass Jojo ihn erneut erwählte, aber dann bemerkte, dass sie nicht nur seinen Namen, sondern auch sein Gesicht offenbar nicht in Erinnerung behielt. Und mehr. Flumi, dir fällt bestimmt auch noch was ein. Ja, kommt drauf an, in welche Richtung soll es denn gehen? Was weiß ich, was Jojo halt für Klatsch wert ist. Eine Menge. Ja, dann fällt es ja sicherlich nicht schwer. Doch. Gerade schon. Ich brauche einen Anfang. Dezember 2078. Oh, das war ein schlimmes Jahr. Ich dachte, ich gebe dir einen Anfang. So, nee, ist jetzt egal. Na gut, aber genug, sag ich mal. Mir fällt dann spontan noch was ein. Das ist okay. Alles klar. Das Bier ist geliefert. Na, habt ihr euch nett unterhalten? Ja, ja, definitiv. Männerkram. Motto, Spitzendeckchen. Monster Trucks. Und Spitzendeckchen. Nee, und Brüste und Autos. Spezielle Brüste. Ja, Eishockey. Und Brüste. Vergaser. Und Brüste. Ja, und man einmal auch über Nippel. Das war schon ein interessantes Thema. Nicht? Ich habe mir mal ein Smiley auf die Brust tätowieren lassen. Und warum ist der wieder weg? Haben alle gedacht, der hat ein drittes Auge? Nee, das oder war die das quasi ein Einhorn? Nee, das war die Nase. Also. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding abhanden kommen konnte. Mach sie doch neu. Jetzt hat keinen Stil. Ich wusste ja auch nicht, wie er da vorher hingekommen ist. Dann war es wahrscheinlich nur ein Hinner-Tattoo. Nee, es war farbig. Die Dinger gibt es mittlerweile auch in Farbe. Du meinst so ein Ab... Ne, ich hatte aber... Also abwaschbar kann es nicht sein. Das war ja vom einen auf den anderen Tag weg. Naniten.
Ne, die Ja, gehen ja auch aber nicht von auch einem auf diesen, den anderen Tag weg. die gehen auch nicht von einem auf den anderen Tag weg. Ich hab keine Ahnung, was du da machst. Ich weiß Hast es du da auch vielleicht jemanden nicht. gehabt, der da ein bisschen zu sehr dran genuckelt hat oder so? Es könnte sein, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß, dass das Geile ist, ich bin damit irgendwann wach geworden und Hast dich gefreut? ich habe mich gefreut, ja. Ich habe nämlich irgendwie offensichtlich mein T-Shirt vertauscht. Also getauscht gegen irgendwas anderes, das ich dann wiederum in Bier umgetauscht habe. Es war nicht so klug. Auf jeden Fall bin ich dann mit einem Moment, klar Smiley. war das klug, du hast irgendwas gegen Bier eingetauscht. Ja, okay, das war klug, Das, aber ich hatte mein T-Shirt nicht mehr. ja, Aber es war nicht geteilt. schlimm, weil ich das T-Shirt sowieso nie mochte. Ich habe das mal irgendwo gefunden und habe es mitgenommen, weil ich zu dem Zeitpunkt kein T-Shirt mehr hatte. Weil das alte da kaputt gegangen ist. Also so kaputt, dass ich es auch nicht mehr Und dann anziehen hattest du konnte. also den Smiley auf den Brüsten. Genau. Und war der jetzt so rum, dass er dich angeguckt hat oder Nee, nee, andere nee, 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 Menschen? nee, der hat andere Menschen angeguckt. Ich finde das ja immer komisch, wenn ich Gesichter dort sehe, wo ich keine Gesichter erwarte. Naja, aber Deswegen bin ich auch kein Geburtshelfer. wahrscheinlich. Ja. Ja, da muss man auch keinen Grinsen entgegenkriegen. Siehst du, aber da kannst du immerhin sagen, schau mir in die Augen, Baby. Keiner ist verlegen. Er sagt immer so flach. Wie meine Brüste. Ja, aber da Ja, kann ich jetzt da. was tun. Ja, wollte auch gerade sagen. Humor hat man oder hat man nicht, ne? Gegen Brüste kannst du was tun. Ja. Ich will aber nichts gegen Brüste tun. Man kann auch was für Nein, Brüste tun. lieben. Nee, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinen Brüsten. Sagt sie und guckt runter. Naja, auf jeden Fall waren dann diese Smileys da und die hatte ich auch ein paar Wochen. Und dann waren die Ach, jetzt plötzlich plötzlich. auf beiden Brüsten. Nee, nee, also ein Smiley nur. Also. Aber das ist auch nicht so schlimm. Und dann, ich hatte noch irgendwo anders einen, ich glaube am Bauchnabel oder sowas, ich weiß es aber nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich die auch ein paar Wochen und dann waren die weg. Von einem auf den anderen Abend oder zwei Abende. Ich weiß nicht genau, wie lange die Fete ging, weil ich mich nur noch bruchstückhaft daran erinnere. Und dann waren sie weg. Ich war sehr Hast du sie vielleicht traurig. weglasern lassen? Nee, das glaube ich nicht. Oder jemand, oder hast du dir vielleicht Haut transplantieren lassen von deinem Hintern? Sollten wir vielleicht irgendwann mal nachgehen? Arsch und Titten. Ich wollte Arsch gerade und sagen, da Titten. hättest du ein sehr begehrtes Kombinationsteil. Ich glaube auch. Einen Tittenarsch. Ha? Ja. Oder Arschtitten. Siehst du, das ist mein ganz eigener Zauber. Da ist dann die leidige Frage einfach auch geklärt. Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß es bis heute nicht. Ist ja die Frage, machst du dann einen Tittenpick? Also mit dem Arsch? Wieso? Ich habe doch keine Haut von meinen Titten an meinem Hintern. Stimmt auch wieder. Also, ich glaube, Kann ich man habe kein ändern? Smiley auf dem Hintern. Wüsste ich jetzt auch nicht. Du hast ihn ja neulich noch gesehen. Stimmt. Nein, hast du nicht. Siehst du? Wusste ich's doch. Vielleicht sind die auch nur an eine Körperstelle gewandert, wo du sie gar nicht mehr sehen kannst, zum Beispiel zwischen den Schulterblättern. Nein. Die haben sich verkrochen, alles klar. Unter den Fußsohlen. Jojo zieht ihre Schuhe aus. Nee. Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, ja, da sind sie. Das wäre witzig gewesen. Bin ich aber nicht. Nein, da sind keine Smileys. Sie sind weg. Dann warst du Wir vielleicht sollten uns vielleicht einfach auf die kein Suche machen guter nach den Körper. Verlust. Ich kann auch einfach sagen, vielleicht sind sie auch einfach innen. Dein Lächeln ist innen. Genau. Ich verstehe. Sie strahlt von innen heraus, ja. Ja, das auch. Oh Mann. Hier ist es echt witzig. Solltest weniger trinken. Oder mehr. Sollte aufhören, weniger zu trinken. Apropos trinken, was ist eigentlich aus deinem Musikvideo geworden? Lässt du jetzt endlich mal eins machen? Wolltest immer mal eins machen lassen, du hast nie Ja, eins aber gemacht. da hab ich doch keine Kohle für. Wie teuer war denn das? War das echt so teuer? Naja, da musst du schon. Die Hälfte im Voraus sind halt dann schon irgendwie, wenn das einigermaßen. Also ich meine, wenn du es machst, dann machst du es wenigstens halbwegs ordentlich. Dann also Vorzahlung irgendwie 2 bis 4K.
Und dann je nachdem. Ich meine, sonst kannst du es halt auch super billig haben, aber dann brauchst du auch da nicht hingehen, dann nehmen die dich auch nicht, weil das, ne? Die machen halt Minimum 2.000 oder sowas Anzahlung. Huh. Okay. Ich meine, dafür kriegst du dort, wo ich hin wollte, auch echt viel. Aber wo holst du hin? Hier, Donskoy, wo sie alle sind, das eine da, das kleine. Da. Hier, Steam. Fast. Dreamcast hießen, glaube ich, oder? Genau, da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Hm. Die sind so teuer schon? Boah. Na, ich meine, preis-leistungsmäßig sind sie halt gut. Aber das ist, wenn du so ein professionelles Studio hast, dann machst du ja vermutlich eine Mindestanzahl, so Mindestbeträge, die du irgendwie erst dann machst. Und so eine Mindestqualität, weil sonst kann ich das ja auch. Ich meine, die Kamera kann ich auch in die Hand nehmen und ich kann auch mit einem Editierungsprogramm dann auch irgendwie was eindingsen, ne? Da irgendwas einfügen. Tanzende Teufel oder so. Aber das ist ja auch scheiße. Außerdem kümmern die sich auch immer gleich dort dann noch, dass das alles mit der russischen GEMA irgendwie dann noch lizenziert wird und Urheberrecht und alles. Das wird dann gleich mit alles aufgenommen. Das ist eigentlich gut. Okay. Weißt du, falls du dein Lied noch nicht angemeldet hast. Ah. Oder was du halt da sonst so machst. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Weil die Leute, wenn es jetzt okay. Ja, die waren super. Hast du überhaupt mit denen gequatscht? Ja, ich habe lange mit denen gequatscht. Ich war da irgendwie in deren Dingsraum hier. Meetingraum. Und da haben wir dort eine Stunde geredet. Und dann habe ich denen gesagt, puh, das ist aber immer noch ganz schön teuer. Und dann gesagt, ja, hier, kein Problem, schlaf da einfach mal ein paar Nächte drüber und wir haben ja jetzt schon mal geredet. Und das haben wir jetzt aufgenommen. Und dann, wenn du wiederkommst, dann können wir das machen. So. Ha. Hm. Okay. Haben die dich auch rumgeführt oder was? Ich meine, ich war noch nie in so einem Studio. Ja. Ich sag mal, sie haben die Räume mit mir betreten, die ich betreten kann. Das ist die Eingangshalle und der Meetingraum. Und dann war ich nochmal auf Klo. So. Aber die anderen, ich meine, das sind ja dann irgendwie. Doch, ein Studio, da hätte ich reingekonnt, aber ich glaube, in so einem Studio ist ja nichts, ne? Die sind ja auch ziemlich klein, habe ich mir sagen lassen. Da könnte ich mich ja zweimal umdrehen und das war's. Hm, keine Ahnung. Ich war noch nie in einem Filmstudio. Nee, ich auch nicht, deswegen ist. Na, da, ich meine, für sowas wie Musikvideo, da stehst ja da. Bewegst dich mal 2-3 Schritte und das war's ja. So, der Rest wird ja einfach um dich rumgebaut. Und ich glaube, wenn was Größeres ist, dann kannst du ja auch heutzutage dann irgendwie auf dem Hinterhof rausgehen oder so. Oder vielleicht, ich glaube, die haben vielleicht einen Außenbereich, keine Ahnung. Und dann, du wirst ja nur ausgeschnitten und dann wird um dich herum die Action gemacht. Das brauchst du ja was anderes nicht. Hm. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das sowas funktioniert. Ich bin da ja, also, ich habe da ja 2 linke Hände, was das angeht, nicht wahr? Aber wenn die alles reinschneiden können, ist das schon natürlich schon ziemlich cool. Ja, na klar, ich meine, also, gerade bei dem Musikvideo, du hast ja, also ich meine, was machst du denn da? Machst du ja irgendwie schon immer das Gleiche. Und ehe ich irgendwo durch die Stadt ziehe, und dann musst du dir ja, wenn du wirklich in der echten Welt, dann müsstest du ja vielleicht noch eine Genehmigung einholen und sowas, je nachdem, wo du bist und, da kannst du einfach dann drum rumbauen, mehr fällt eh keinem auf. Und jeder erwartet ja von einem Musikvideo auch nur eine Show, weißt du? Das ist ja halt Präsentation und nicht eine Doku. Hm, da wirst du dir das mit deinem Video wohl mal nochmal überlegen müssen, sagt sie zu Kaban. Was willst du denn machen? Ah, eine Kleinigkeit, wo war das noch? Aber das ist, dann ist das wohl zu teuer. Ja, was denn für eine Kleinigkeit? Ein Lehrvideo. Glück auf im Jagdsitz oder was? Na, was ganz genau weiß ich nicht, aber sowas ähnliches hat er mir zumindest gesagt. Na, dann sag doch mal, Jung. Es geht halt um die richtige Herangehensweise an gewisse Tiere. Das ist ja auch gefährlich und so. Und wenn da jetzt so Kinder so an diese Tiere rangehen, dann, ne? Also, dann verletzen die sich ja manchmal und so weiter und so fort. Und das ist halt so. Nee, die Menschen. Also.
Also einen Online-Kurs wolltest du aufziehen. Ja. Die war. Er schaut ein bisschen alleine. So beschämt, so. Also, ob na, deswegen ja das Video. Da brauchst du aber ein Grundkapital, du. Und das Ding ist. Ein bisschen hab ich ja. Aber... Ich meine, Tutorsoft. Soll das ein Lehrvideo werden oder eine Tutorsoft? Nee, also eine Tutorsoft ist ja viel teurer. Also das kann jeder machen. Ja, das Ding ist, also bei beiden, beim Tutor-Dings und beim Lehrvideo, wenn ich da jetzt suche, hier Jagd, Einführung, ne, so was da halt die Suchbegriffe sind, dann wirst du ja irgendwo Stelle 741.000 sein, wenn du als kleiner Privatmann da rangehst. Weil erst kommt ja dann Aztec und dann kommt Evo und dann kommt Raisin und dann kommt Rabutnik und dann kommt Zenith. Und dann kommt Ja, aber hast du das schon mal alles durchgeguckt, was die da machen? Das ist doch alles doof. Also ich meine, das ist, ne, die wissen das nicht gar nicht, wie das funktioniert und deswegen habe ich mir gedacht, machst du es halt ja, richtig? Das, was ich bloß sage, ist, das findet ja dann vermutlich keiner von dir. Weil keiner, wenn ich als Neuankömmling, da erwarte ich ja, das sind AAA-Konzerne, die werden mir schon was verkaufen, was wenigstens halbwegs stimmt. So. Und immer dich dann findet. Ja, ich weiß nicht, also die Idee ist mal, also ich habe ja auch noch nicht lange drüber nachgedacht, vielleicht so ein paar Monate, vielleicht erst. Also ich sag mal, du hast ja auf jeden Fall was damit vorgenommen. Ja, mal gucken. Muss halt schon, ich brauche halt die Leute dafür, die das, ne? Das war halt auch nur so eine Idee und da sagte sie halt, das ist, ne? Da kennt der wen, die hat schon mal Musikvideo versucht gemacht zu machen und dachte ich mir, kommst du halt mal vorbei. Also was auf jeden Fall auch ist, die machen auf jeden Fall keine Außenvideos. Die sind da in ihrem Gelände und das war's. Also wenn du da irgendwie in den Wald musst für dein Video, ich glaube, das wird nix. Da müsstest du woanders hingehen. Aber die anderen sind halt, glaube ich, größer und teurer. Na gut. Schade. Aber ich dachte, die hätten so ein Außenstudio, so ein kleines, wo man dann vielleicht was hinstellen kann. Die könnten das ja alles dort machen, aber deswegen sage ich ja, das meiste kann man ja auch irgendwie noch mit AR und was weiß ich einbauen oder was, ne? Irgendwie Styropor in Fleisch verwandeln, was da nicht alles geht. Aber wenn du wirklich in den Wald müsstest, das ginge nicht. Aber was geht? Du kannst doch einfach mal, an der Uni gibt's doch Filmstudenten und es gibt da irgendwelche Hobbyleute und wenn du die einfach fragst, das könnte richtig günstig werden, das ist ja dann halt nicht, der Produktionsaufwand ist ja nicht so groß und die Technik ist nicht so toll und das wird verwackelt und was weiß ich, so ein bisschen, aber das kann bezahlbar sein, nicht? Ja, für den Anfang geht das vielleicht sogar. Richtig, vielleicht wenn mich dann mehr Leute kennen, kriege ich vielleicht auch Unterstützung oder so. Ja, das kann sein. Ich meine, ich erzähle ja nicht so einen Schwachsinn wie die anderen, halt. Ja, hoffentlich nicht, ne? Nee, also ich habe das ja, ne, also ich mache das ja schon lange Jahre. Ja, das sagen die anderen bestimmt auch, ne? Aber gibt's da so viel Interessierte? Ich dachte, das ist dann eher so, das Jagen ist eher was für die hier, für die Reichen und Schöngemachten. Ja, nee, also es geht ja nicht nur ums Jagen, es geht ja auch so, ne, also... Wie passe ich auf meine Kiddies auf? Also ich meine, wenn man da so an so ein so ein Outdoor-Camping- und Naturspaß-Lehrvideo. Ja, stell dir mal vor, du gehst hier quasi an so ein Wespennest ran oder so und dann kommst du halt so nah und dann, ne? Ich sag aber ganz schnell mal. Der ist ganz schnell mal vorbei mit dem Spaß im Camp. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, klar, das hat natürlich. Ja. Und von den ganzen Erwachten, ne, da will ich ja gar nicht erwähnen. Also, das ist ja. Ne? Ich sag's so, wie es ist. Das mit dem Magie, das ist mir nicht geheuer. Moment, wusste der, dass du magisch bist? Nee, ne? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wo ich es gesagt habe. Nee, ich glaube nicht. Er weiß es nicht. Nee. Ende. Falls er es. Wusste, hat er es vergessen. Sehr gut. Es wäre der Zeitpunkt für Jojos zu sagen, es kriegt früher oder später sowieso jeder mit, der mit ihr zu tun hat. Bist du sicher? Ja. Und der ist ja böse, wenn sie es ihm nicht sagt. Vielleicht wird er böse, wenn du es ihm sagst. Dum, dum, dum.
Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob der das wusste oder nicht. Ich glaube aber echt nicht, dass der das wusste. Ich glaube, der wusste das echt nicht. Er wusste es nicht. Ich habe das festgelegt. Okay. Nee, sie sagt es jetzt nicht. Sehr gute Entscheidung. Wenn er es mitkriegt, kriegt das mit. Und dann ist gut. Also das Schlimmste, wie gesagt, sind die Erwachten. Also wenn so eine Goldeber-Brache da kommt, ne? Also da musst du aber ganz schnell... Goldeber. Klingt wie Goldesel. Ja, ist sie aus Gold oder was? Nee, nicht wirklich. Das sind halt nur ganz große... sind halt große Eber halt. Haben die nicht sogar goldene Zähne outgeben? Also, ja. Hier... Geil, geil. Das ist dumm. Ja, nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Die rennt mir bestimmt in die Kronjuwelen. Ja, vor allem sind die halt, ne, also die haben richtig scharfe Hauer, also nicht so wie normale Eber, die sind ja sowieso schon schlimm genug, aber die Dinger. Also, nee. Und wenn die ihre kleinen, ne, Ferkelchen haben, dann gehen die aber richtig ab, diese Bachen. Und ich sag mal so, Mädchen finden das total süß, dieses kleine goldglänzende, also leicht goldglänzende Fell von den Ja, aber es ist so, ja auch voll süß. Ich meine, so 8 Frischlinge, ne? Sagt sie und die sind ja aber auch niedlich. Sagt Jojo und hüpft ein bisschen durch die Gegend. Das ist ein bisschen gespielt. Aber es passt leider viel zu gut. Es ist quasi, als wäre es dir auf den Leib geschnitten. Ja, ich weiß. Deswegen man bemerkt quasi nicht, dass es gespielt ist. Die sind nicht ganz so süß. Ach, die Frischlinge. Guck dir die mal an, wie knuffig die sind. Ja, okay. Aber die sind sehr gefährlich. Die Frischlinge sind gefährlich? Nee, die Wache, die da in der Nähe ist. Ja, aber guck mal, guck dir das mal an, das lässt doch selbst dein steinernes Herz erweichen. Etwa nicht. So ein bisschen. Siehst du? Deswegen müssen die ja auch geschützt werden. Wenn die mit den kleinen Nasen ankommen und dann... Und dich dann bestimmt anstupsen. Ganz feuchte Nasen. Bestimmt. Dann schlammern die dich bestimmt auch ein bisschen ab. Nee, also die haben eigentlich eher Angst vor Menschen, weil die sind halt doch sehr bedroht mittlerweile. Aber naja. Pass mal auf, bald bringst du ein kleines Eichhörnchen aus dem Walde mit. Es hüpft dir dann immer auf der Schulter rum und versucht dann, in deinen nackten Schädel empor zu klettern und sich in deinen Haaren zu verstecken, die du nicht hast. Na, solange du keinen Specht mitbringst. Nee, Spechte sind ja auch schon, sind nicht so gut. Also, Eichen sind da schon süßer, finde ich. Und die krabbeln dann unter dein T-Shirt, dann hast du komische Beulen unterm T-Shirt, die sich bewegen. Und alle denken, du brütest ein Alien aus. Ja, also meistens sind die ja eigentlich quasi nur relativ menschenscheu, aber... Alien! Das ist halt so, wenn die Eichhörnchen-Mütter ihre Kinder verstoßen oder beziehungsweise halt sterben, dann werden die Eichhörnchen-Kiddies dann ganz Menschens haben und holen sich da die Nahrung weg. Das ist voll das Überlebensinstinkt von denen. Nemo an mich, muss Eichhörnchen-Mutter umbringen. Das war so klar. Aber ohne Scheiß, das machen die wirklich. Die sind doch witzig. Das war ein Scherz, ich will keine Eichhörnchenmama umbringen. Ja, aber Eichhörnchen machen das wirklich, Eichhörnchenbabys. Als ob du jemandem was zuleide tun könntest. Kölner Fliege. Ja, Fliegen vielleicht schon. Ich hab sie letztens eine Mücke töten sehen. Naja, Mücken. Mücken wurden doch vom Schöpfer nur dazu gemacht, um unsere Handflächen zu stärken. Und unsere Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn du das sagst. Ist meine Theorie. Also ich denke ja eher, dass die da als Futtertiere für ein paar Singvögel gemacht wurden. Aber da gibt's doch genug, da gibt's doch Fliegen und da gibt's doch so anderes Gedöns hier, Grillen und Geschmeiß. So.
Geschmeißt. Also was da nicht alles gibt. Ja, es gibt da so einiges, also Insekten, ne? Das ist ja. Viechers halt, ganz viele. Genau die. Schwebfliegen zum Beispiel. Sind das diese Dinge, die aussehen wie Wespen? Ja, nur dass sie wesentlich kleiner sind. Ja, aber sie sind gestreift. Immerhin. Das meine ich ja. Die haben dieselbe Färbung. Die haben quasi dasselbe Outfit an. Das ist das Einzige, worauf ihr Frauen achtet. Das Outfit. Natürlich, du kennst mich doch. Ja, Bienen und Wespen haben auch dasselbe Outfit an. Leute, ich müsste mal ganz kurz telefonieren. Ich bin gleich hier da, ja? Jo, kein Ding. Bienen haben dasselbe Outfit wie Wespen. Doch, klar. Nein, Bienen sind viel plüschiger als Wespen. Ja, die sind plüschiger, aber die sind... Ja, Bienen haben quasi die Plüschversion. Die Schwebefliegen sind auch plüschiger als Wespen. Und na, wesentlich kleiner und anders geformt. Ja, und anders geformt, genau. Aber Bienen sind die Plüschversion von Wespen und die sehen allgemein viel sympathischer aus. Die haben nämlich auch eine viel zerstrubbeltere Frisur. Wespen nicht. Wespen sind kahlköpfig, so wie du. Kahlköpfig ist gut. Findest du? Ich glaube, ich sehe kahlköpfig echt das Scheiße aus. Ja, das liegt aber eher an deinem Gesicht als an deinen Haaren. Na, dass es an meinen Haaren nicht liegt, ist mir klar. Denn ich bin wunderschön. Natürlich. Natürlich. Das musste jetzt sein, Entschuldigung. Mhm. Ich habe mich schon wieder eingekriegt. Gut. Nie. Was nie? Aber Hummeln, ne, sind noch schlimmer. Hummeln sind so schön gemütlich. Ja. Und allein der englische Name, ne, für Hummel. Bumblebee. Das ist doch einfach ein geiler Name. Schon. Aber das Wort Hummel an sich ist auch schon witzig. Ja, Hummel. Weißt du, das Wort hört sich genauso an, wie die aussehen. Ja, die Hummeln recht rum. Ja, das Wort hört sich genauso an, wie die aussehen. Das ist total gut. Aber das ist bei Bumblebee genauso. Bumble. Weißt du, es ist super. Bumblebee, war das nicht so einer dieser Killer-Roboter? Bumblebee? Ja, aus diesem Film damals, wo die sich umgeändert haben. Keine Ahnung. Weiß nicht, wovon du redest. Es gab ja diesen Film, da haben die Autos aufgestanden und haben miteinander gekämpft. Ach, den habe ich nicht gesehen. Transformers, meinst du? Ja, genau. Diese. Da hieß, glaube ich, auch einer Bumblebee. Keine Ahnung, habe ich nicht geguckt. War ein Sportwagen, glaube ich. Aha. Das ist ein Scheißname für einen Sportwagen. Mhm. Aber immerhin. Aber es ist ein Scheißname für einen Sportwagen. Ja, der Haupt... Er sieht nicht aus wie eine Hummel. Und er benimmt sich nicht wie eine Hummel. Der Chef war ein Truck. Ein Traktor? Nein, ein Truck. So ein eine Zugmaschine. Ein Psychotraktor. Eine Zugmaschine. Das war der Chef Ach so, von denen. Cool. Also von den Guten. Die Bösen waren viel cooler. Die hatten Panzer. Und die hatten echt Jets. Die hatten Panzer. Ich wollte schon immer mal einen Panzer haben. Ja, aber die Panzer sind dann aufgestanden und haben den Truck verprügelt. Ich wollte mir schon immer mal einen Panzer bauen. Der aufstehen konnte. Mir würde einer, der fahren kann, reichen. Wenn der schießen kann, bin ich dabei. Wer will denn nicht mal Panzer fahren in seinem Leben? Jeder will in seinem Leben mal Panzer fahren. Bin ich schon. Siehste? Das aber ist nur doch mitgefahren. Die ultimative. Das ist der ultimative Orgasmus des Fahrens. Naja, es ist eigentlich laut und ruppig. Ja, aber du kannst dir sicher sein, es ist vollkommen egal, was dir im Weg steht. Du fährst einfach drüber. Nee, das stimmt nicht ganz. Es gibt A, Panzersperren und B, Bäume. Du fährst einfach drüber. Nee. Stell dir einen Panzer vor, gebaut wie ein Killerroboter mit Sägeblättern vorne dran oder Monodraht. Du fährst einfach drüber. Drüber. Drüber dran, drauf, drüber. Super. Und was dir im Weg ist, was du nicht mit Monodraht erledigen kannst, das bombst du einfach weg. Was du nicht mit Monodraht erledigen kannst, gibt es nicht. Siehst du? Ich sag doch, man fährt einfach drüber.
Dran, drauf, drüber. Das ist quasi sowas wie ein Kuhfänger, nur mit Monodraht und ein bisschen weiter vorgespannt, damit du einfach drüber fahren kannst. Darüber haben die Strategen wahrscheinlich noch nicht nachgedacht. Ich weiß, die sind ja auch dumm. Aber du fährst einfach drüber. Es ist der Orgasmus des Fahrens. Ein Panzer. Naja, so toll ist es auch nicht. Ach, du hast keine Ahnung. War ich schon in einem Panzer oder warst du schon in einem Panzer? Du hast keine Ahnung. Panzer? Das kann ich mir nicht vorstellen. Söldnertruppen. Ich habe keine Panzer. Du bist so eine Billig-Söldnertruppe gewesen, weißt du? So eine Guerilla-Söldnertruppe. Ja, und die hatte ab und zu mal einen Raketenwerfer oder so. Einen billigen Panzer, also von, ne? Von Anno dazu mal? Na gut. Und mir gönnst du keinen oder was? Dreckiger Hurensohn. Ich gönne ich jetzt besitze Kaban den ja auch nicht. Keinem. Ein richtiger, guter Panzer fährt überall drüber. Nee. Ich habe mich mit den Plänen beschäftigt. Das geht. Sag mal, wie hoch hattest du nochmal Automechanik und Industriemechanik? Industriemechanik auf 4, Fahrzeugmechanik auf 3. Du hast dich also mit den Plänen eines Panzers beschäftigt. Mit Automechanik 3. Das wird man ja wohl. Ich spezialisiere das auf Panzer, wenn du mich nicht lässt. Und wie genau stellst du dir vor, an Pläne zu kommen, um das zu spezialisieren? Alte Zweite Weltkriegspanzer, das ist alles überhaupt klar. Kein Problem. Die sind ja quasi up to date. Zweite, hier, der Diecher, der fährt noch wie früher, alles klar. Das gerade ist der Anfang. Kam nicht über Bäume. Du meinst, die besten Panzer von früher, hier die deutsche Maus, die irgendwie so 5 Tonnen gewogen hat, wo du einfach in 2080 mit einem Gewehr ankommst und das Ding kaputt schießt, ja? Die Maus. Der Charme, der nostalgische Charme mit den Materialien von heute. Alles klar, ich sehe das nicht kommen. Hauptsache, Kaman freut sich. Mhm. Ogi kommt wieder. Jo. Entschuldigung. Kein Thema. Und ich will ihn pink streichen. So. Warum willst du einen Panzer pink streichen? Damit er weniger gefährlich aussieht. Es ist ein gottverdammter fucking Panzer. Das ist der Panzer im Panzerpelz. Quasi. Ich kann ihn auch anmalen wie eine Hummel, dann ist er auf Anhieb sympathisch. Dann heißt er aber nicht, also nee. Dann heißt der Bumblebee. Carbon holt sein Comlink raus. Mhm. Ich muss das eben kurz googeln. Was googelst du denn? Den richtigen Namen. Achso. Rawl heißt er. Dr. Baryshnikov! Nein, Rawl! Du googelst Panzer mit dickem Rohr. Alles klar. Dr. Baryshnikov hat Lösung für dich. Wie Stahl. Nicht hohl, sondern gefüllt mit deiner Liebe. Du kannst es ab diesem Zeitpunkt abschalten. Mir fällt nämlich nicht mehr viel ein. Mach ich. Jus. Aber ne, der Panzer muss Rawl heißen. Dann wäre er richtig. Nein, der Panzer heißt Bumblebee, dann ist er jedem auf Anhieb sympathisch. Ich zeig ihr ein Foto von Bumblebee. Vom Chevrolet Camaro. Das ist Bumblebee. Er spricht in Zungen. Er redet von Transformers, den ich nie gesehen habe. Richtig. Auch er argumentiert mit Michael Bay-Filmen, mit welchen die schlimmer sind als, wie hieß er? Armageddon. Armageddon. Junge, 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 hättest du mal also angekommen. So. Ey, den Epic Rap Battle of History hat Michael Bay quasi fast gewonnen. Hey, 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 hey. Unabhängig davon. Ich weiß nicht, aber Camaro sieht eigentlich ziemlich cool aus. Aber wo fährst du denn deinen Panzer dann eigentlich Gassi? Ich meine, der braucht ja Auslauf. Ich weiß. Und die Straßen sind zu eng. Naja, darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ich werde mir ein Haus mit Vorgarten vor den Toren Moskaus hinstellen. Bevor oder nachdem du den Golfplatz kaufst und dein eigenes Modelabel gründest?
Ich soll ein eigenes Modelabel gründen? Oh, das wird sich aber nicht Ab einer gewissen Maß Reichtum und dann auch so ein Haus in der Vorstadt und. Ich will doch kein Haus in der Vorstadt. Ich will ein Haus im Sumpf draußen, da wo keiner mehr wohnen will, weil da ist Bauland billig. Also weil es niemanden interessiert, wer da was hinsetzt. Um also ein Haus dort statisch irgendwie hinzusetzen, dass es trocken bleibt und dann dort die Wege so zu machen, dass du mit einem Panzer im Sumpf fahren kannst. Brauchst du also schon so viel Geld, dass so ein Modelabel eigentlich dazu gehört? Es ist nicht überall Sumpf. Aber du wolltest doch, du hast doch gerade gesagt, du willst in den Sumpf. Nee, nicht in den Sumpf, nur vor die Tore Moskaus. Ach so. Und du denkst also, das fände man ganz interessant und okay, wenn da vor den Toren Moskaus jemand mit einem Panzer rumfährt. Na, wenn der Panzer angemalt ist wie eine Hummel und Bumblebee heißt, dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die nach einem Namen fragen, bevor sie dich in die Luft sprengen. Da steht ja ganz groß Bumblebee drauf. Niemand springt ein Bumblebee in die Luft. Das macht einfach keiner. Du würdest dich wundern. Meinst du? Ach, dann muss ich meine Pläne wohl ändern. Schade. Wie wär's denn erstmal mit einem Roller? Nee. Da klingt er auch. Nee, okay. Tja. Wie wär's denn mit einem Roller und einer Wasserspritzpistole? Bist das du ist verrückt? Quasi wie ein Panzer, bloß anders. Bist du verrückt? Du könntest quasi... Dann kann ich mich nie wieder zu Hause blicken lassen. Du könntest quasi auf deinem Motorrad so eine Schaumgummipistole basteln. Nee, da kommt wenn dann irgendwann mal was anderes drauf. Oh, bestimmt was Schweinisches. Ein Dildo. Hier, aber da würde ich aufpassen mit der Erregung öffentlichen Dingens. Dinger. Öffentliche Dinger. Ja, genau, die. Kannst du nicht überall hinfahren? Das ist richtig. Ich krieg das schon hin. Klingt auf jeden Fall realistischer als der Panzer. Ja. Stimmt. Wahrscheinlich. Du hast recht. Ich könnte eine riesengroße Hummel auf dein Auto malen. Das wäre witzig. Das stimmt. Ein Airbrush-Hummel. Wessen Auto? Na, seins. Das wäre witzig. Hast du ein Auto? Naja, für mich ist es ein Karton und für dich ist es ein Auto. Ich könnte eine riesengroße Hummel auf deinen Karton malen. Nee, das geht nicht. Warum nicht? Da fahre ich zum Konzert mit. Wie sieht das denn aus? Sie wird schwarz-rot. Wie sieht das denn aus? Ein Hummel. Wie eine Hummel. Nur in schwarz-rot. Ein Hummelzombie. Ein blutgetränkter Hummel. Die roten Streifen sind rohes Fleisch. Du kannst es ja erstmal in deinem Auto ausprobieren und ich guck mir dann an, wie das aussieht. Verdammt. Vielleicht gefällt's mir dann. Das stimmt. Ich glaube ja nicht. Aber das muss sie nicht wissen. Ach so. Ja. Na dann machen wir das so. Ihr flüstert schon wieder, ihr seid gemein. Nimm dir mal noch einen Keks. So. Ja, ich nehme mir noch. Das beruhigt die Seele. Meinst du? Nee, da den Magen nicht. Mit wem hast du eigentlich da geredet in diesem Filmstudio? Na, mit der Chefin. Wer war da noch dabei? War die nett? Ja, die war super. Die hat sich richtig Zeit genommen. Ja. Nett. Na gut. Die hört sich erstmal alles an, dann sagt sie, was geht und was wie geht und was man vielleicht noch machen könnte. Und so weiter. Und dann macht sie dich da vertraut mit den Leuten und was, ja. Die nimmt sich halt auf jeden Fall viel Zeit, das war schon gut. Und die schien auch echt Ahnung zu haben, so von verschiedenen Sachen. Außer von Musik. Aber finde ich okay, die hat gleich zugegeben, okay, hier, ich höre gern Country. Aber wir haben schon ein paar Metal-Produktionen gemacht und das ging immer gut. Und ja, da denkst du dir, weißt du, naja, weißt du, wenn ich da ankomme mit meinem Tape und sage, hier, das würde ich gern Video und die sagt, ich höre gern Country, das hat ja auch ein bisschen Schneid. Ne? So, das muss man ja erstmal. Und ist ehrlich, sagen wir es mal so. Ja.
Ja. Und wer war da noch dabei? Irgendwie der Schnittmaster oder sowas? Keine Ahnung. Ha. Na gut. Müssen wir nochmal gucken. Vielleicht ist das mit den Studenten tatsächlich keine schlechte Idee. Das ist auf jeden Fall günstig. Das stimmt. Ogi, wir sehen uns Mittwoch zum Konzert. Ja, aber sicher. Jo, haust du, ne, Großer? Ui, mach ich. Ach, übrigens, Flumi, ich sehe gerade, Mittwoch ist übrigens auch Alex' Geburtstag. Viel Spaß. Ah, ich kann nicht zum Konzert. Was? Ich kann nicht. Warum? Geburtstag. Das ist schlecht. Na, bringst du deine Gäste mit? Ich freue mich. Das geht nicht. Oh. Wieso? Na, Papa hat Geburtstag. Ja, das ist schlecht. Tja, da kann ich jetzt auch nichts machen, ne? Wann ist dein Konzert? 23 Uhr. Ich glaube, da kann ich schon nicht mehr laufen. Okay, verdammt. Das nehme ich auch an, ja. Verdammt! Klappt bestimmt ein andermal. Ist jetzt das letzte Konzert, danach haben wir 2 Monate Pause, aber... Was, schon wieder? Das ist schon wieder? Wir haben jetzt 3 Monate durchgeackert. Wir finden eine entscheiden. Ich kann mich, das hat nichts mit Entscheidungen zu tun. Wenn ich da nicht auftauche, bin ich im Kopf kürzer. Ja, dann geht er halt nicht zum Geburtstag deines Vaters. Dann bist du halt kein Kopf kürzer. Nee, andersrum meinte sie. Ach so. Außerdem will ich da nicht, verdammt. Ich hau niemals den Kopf kürzer, vor allem die nicht. Wird sich auch nicht wirklich lohnen. Ich meine, dann ist sie noch kleiner. Ja, genau. Und ich finde das immer doof, wenn ich mich so weit runterbeugen muss und dann muss ich ja noch mehr, das will ich nicht. Nee, das ist auch nicht gut. Ist nicht gut für den Rücken, sag ich. Pass auf. Hä? Irgendjemand wird das bestimmt mitstreamen. Kannst du ja den Stream angucken. Alles klar. Ist nicht so gut wie dabei gewesen sein, aber was anderes fällt mir auch nicht ein. Das ist richtig. Verdammt. Böser Spielleiter. Es ist mir tatsächlich gerade erst, ich habe jetzt erst in den Kalender geguckt, Mittwoch, nicht, dass das morgen wäre oder so in-game und dann so, oh, Alex, Geburtstag. Das ist doof. Scheiße. Na gut. Gut, Mist. Dann würde ich sagen... Okay, aber wir sehen uns trotzdem. Auf jeden Fall. Ich komm rum, wir kommen rum. Ich sag dir auch das nächste Mal Bescheid. Ja, das wäre cool. Ja. Okay. So. Schuhi, mach's gut, war toll bei dir. Ja, danke. Den Rest der Milch wirst du mitnehmen, oder? Na Quark, behalt. Cool. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ne? War schön, dass ihr hier wart. Sie umarmt ihn. Jojo, Kolja. Ui. Ich hab gerade verstanden. Ui. Ui. Sisi. Alles klar. Ihr entschwindet. Ja. Und, gerade das Haus betretend ist eine junge, hagere Frau bläulichen Naturells, also die Haare tatsächlich. Ein spitzes Gesicht und ganz lange, feingliedrige Finger gekleidet. Eine Slur. Ich finde, du solltest nicht meine Standardsachen so jetzt für alle auch noch offenlegen. Also. Tatsächlich auch etwas bleich. Jetzt nicht unmenschlich bleich, aber etwas bleich. Einfach ein hellerer Hautton. Gekleidet ist sie in Kleidung. Ein. Hat Ogi erwähnt, wie sie heißt? Wer? Seine Sängerin oder was? Mhm. Nee, die habt ihr schon gehört, die war da. Die hat nämlich früher dann erstmal irgendwann noch am Mittag irgendwann erstmal noch Mucke angemacht. Das ist eine andere. Sie trägt also einen Faltenrock. Lila, dunkles Lila, und Strumpfhosen. Oder hat sie auch Pullover an? Ja. Und das ist ein Mom-Pullover. Und sie kommt euch leicht bekannt vor, beiden. Jojo etwas mehr als Kaba. Aber ihr wisst woher? Jetzt nicht. Ihr wisst jetzt nicht ganz genau, woher. Jojo, ah, die Faust in ihr Gedächtnis.
Bitte? Kaban macht ein Foto und Jojo durchforstet ihr Gedächtnis nach Fotos von dieser Frau. Alles klar. Also, Fotos werdet ihr nicht finden, außer das, was Kaban gerade gemacht hat. Aber sie lächelt ganz herzlich sogar den Kaban an, tritt auf ihn zu, umarmt ihn. Hi! Moin! Kaban! Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns hier nochmal wiedersehen. Mensch, wie geht's denn hier? Gut. Tritt einen halben Schritt zurück und guckt sich das Ganze amüsiert an. Leicht amüsiert. Sie versucht, ihr Amüsement zu überspielen. Dein Amüsement? Mein Amüsement. Alles klar. Ich hoffe, es war nicht mehr zu schlimm. Ich weiß, das letzte Bier war ganz schön viel dann noch an deinem Geburtstag. Da müsste Jojo sie aber kennen. Jojo war nicht so betrunken. Ja, du merkst ja doch aber nicht alle das tausend Leute. Dann bist das du vielleicht eher gegangen als Kaban, denn der war dicht. Und hat länger gebraucht mit seinem Bra. Jojo hat ihn mitgenommen. Kaban hat bei ihr gepennt. Ihn mitgenommen. Okay, du erinnerst dich, da war so eine Frau und die hat sich auch mit ihm unterhalten. Okay. So. Du siehst auch, aus der Entfernung sieht man sowas ja immer noch ein bisschen besser. Sie sendet die Signale. Ja. Und es sind nicht die von dem, ne? Jojo hat keine Marshmallows mehr, verdammt. Jetzt ich check mitgenommen ganz und doch, du hast Honig-Marshmallows. Also, ne, während ich sie also sie umarmt mich hab quasi und, sagt so, wie geht's dir, bla bla, und, ich check mal ganz fix ihre, strahlt die irgendwas in ihrem Pan aus, von wegen Name? Genau so muss es, ja. Freya. Freya! Und der Nachname ist jetzt irrelevant. Ja, na, Freya! Du hier? Ja, ich wohne ja hier, wie du weißt. Entschuldigung, der Abend. Ich kann mich nicht mal an alles genau 100% erinnern. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid. Wieso? Naja, ich hatte dich ja zu dem letzten Bier noch ein bisschen überredet. Sag mal. Ja. Hast du Lust, mal irgendwann was trinken zu gehen nochmal? Ote, wie sieht die nochmal aus? Genau so muss es. Was hatte ich gesagt? Spitzes Gesicht, hager, feingliedrige Finger und auch sonst feingliedriges Erscheinungsbild, bleichere Hautton, bläuliches Haar, länglich lockig, Typ, Haut spannt sich über Knochen, nein, oder? Nein, etwas hager, nicht, ich wollte nur kein wissen. Skelett. Das ist kein ein Skelett. Ganz großer Unterschied. Deswegen frage ich ja. Sie muss man dann ja erst anfüttern, das ist nicht gut. Weißt du, sie ist halt eine von denen, die in der Pubertät sagen, oh, ich esse und esse und nehme einfach nicht zu. Und alle hassen sie dafür. So eine ist es. Quasi natürlich schlank geblieben, wobei man in SR, das ist so eine Sache. Vielleicht nicht? Wahrscheinlich doch eher ein Symbiont. Zum Beispiel oder andere Maßnahmen, die es da so gibt. Ey, ich mach's mir viel einfacher. Jojo in groß. Bam. Hat jedenfalls Titten. Wahrscheinlich nicht. Ganz, ganz dicke, dicke. Nein, sie hat der Figur angemessene, also sag ich mal, es ist ein ausgeschöpftes A. Falls dir das hilft. Jojo. Hey. Ein ausgeschöpftes A. Das ist ja nicht mal ein halber Greif. Das ist ja. Was ich jetzt lernte, ist das mehr, als man denkt. Die ja, aber. Industrie verarscht uns Männer. Aber, Kaban hat ja große Hände und die prinzipielle Brustgröße eines, also die perfekte Brustgröße ist ja anderthalb Greif. Es entspricht natürlich dann immer den Händen des Mannes, der das misst, also von daher. Tja, dann. Deswegen schwankt die perfekte, dafür schwankt halt die perfekte Brustgröße. Ja, das ist mir ja klar. Das Konzept habe ich jetzt sofort, ja. Perfekt. Männer verstehen das immer sofort. Ja, das ist jetzt nicht zu verstehen. Du willst was in der Hand haben, du willst, dass es ausgefüllt ist. Ende. Also, einfacher hättest du es ja nicht erklären können. Auf jeden Fall, leider nein. Da müsstest du nachhelfen. Müsstest dir vermutlich dieselben Vorschläge machen wie Jojo. Vielleicht ist sie ja auch zugänglicher. Aber, ich bin ja Gentleman.
Fick die Schlampe. Deine Brüste sind zu klein. Nein, klar, natürlich. Hast du mir deine Nummer schon gegeben? Ich glaube nicht, oder? cool, ich rufe dich an. Ah, okay, prima. Dann, ich habe noch ein bisschen zu tun. Tschüss. Ja, tschüss, schönen Abend noch. Oder schönen Tag. Mach's gut. Jo, sie lächelt dich freundlich an. Ich krieg noch einen Augenzwinker. Achso, ja, dich lächelt sie herzlich an. Jojo lächelt sie freundlich an. Jojo bemerkt auch der Blick. Weg von meinem Fang, Alte. Dich mach ich kalt. Wenn du dir auch nur anguckst, ja, schreist du die Dingens aus. Die Milz. Nicht schon wieder die Milz. Das ist der Blick. Er flackert so nur schlimm? Ganz kurz durch. Ja, das heißt so schlimm. Wie schlimm kann man das in einer halben Sekunde ausdrücken? Halt schon, sie macht dir schon klar. Du wurdest gerade gefriergetrocknet. Meins. Und dann grinst sie und meint, behalt die Tampongranaten mal bei dir, keine Gefahr. Und geht. Ich finde das immer super, weil einfach niemand wird verstehen, was du sagst. Jeder denkt einfach nur, die ist total behindert, aber okay. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ach so. Gut. Doch, komm, Schnucki, wir gehen jetzt. Klar. Ja, dann ab ins Auto, würde ich sagen. Kannst du, also, an meinem Geburtstag, weißt du, was da passiert ist? Weißt du, was da passiert ist? Sekunde. Nicht so viel. Also, was heißt nicht so viel? Insgesamt schon sehr viel mit Freya. War es Freya oder Frigga? Freya, ne? Freya, Freya, hast du gesagt. Die Göttin der Liebe, alles klar. Na, die kam halt irgendwann dazu, weil um Kaban war halt viel Tohuwabohu. Vor allem, weil der Grandsa-Dude dann nochmal ein bisschen losgelegt hat mit auch gern Gesang und sowas. Und na, da hat sie halt irgendwie eine halbe Stunde mit ihm und drei anderen geredet. Und dabei ihr Haar in erstaunlicher Kohärenz um ihren Finger gewickelt. Ah, gut. Und dergleichen, aber ansonsten nix. Die ist dann auch irgendwann gegangen, die war dann auch beschwiepst. Kaban hat ihr noch ein Taxi gerufen, weil sie das nicht hundertprozentig hinbekommen hat. Kaban hat das dann hinbekommen, indem er nach 20 Sekunden gesagt hat, ja. Und du hast es dann gemacht. Sehr schön. Ja. Ich bin gut dressiert. Ein sehr gutes Weibchen. Mach Wüf. Mount. So viel ist nicht passiert. Wir haben halt gelabert und du hast gelabert und mit ganz vielen Leuten und es waren halt viele Leute da und sie war zwischendurch da, hat dich ein bisschen angegraben und angeschmachtet und dann war gut. Okay. Dann habe ich ihr ein Taxi gerufen, weil sie nicht mehr nach Hause kam. Also, du hast ihr natürlich das Taxi gerufen. Ah, perfekt. Ich habe ihr das Taxi gerufen. Sehr gut. Ja, du hast ihr das Taxi gerufen. Der Held in ritterner Rüstung. Ja, ich bin halt ein netter Kerl. Danke, übrigens. Nett genug, um mir Bescheid zu sagen, damit ich das tue. Warum trinkst du auch so wenig, dass du es noch kannst? Ich Valide. Hatte Gründe. Das zählt nicht. Ich hatte Geburtstag. Das ist richtig. Und ich dachte, ich versau dir den Geburtstag nicht, indem irgendwie plötzlich, weil irgendetwas ist, der Strom ausfällt, die Tische um die Leute tanzen und nicht die Leute auf den Tischen. Und du verstehst, was ich meine. Ja, aber das geht doch. Siehst du? Bist du nicht ein bisschen besser drin geworden in letzter Zeit? Doch. Das ist ja das Problem. Nein, ist schon easy, aber es war ein Zeitpunkt, an dem, es gibt manchmal Zeitpunkte, an denen ich mir sicher bin, dass ich es mit bestimmten bewusstseinserweiternden oder verändernden Substanzen, und darunter fällt auch Alkohol, vielleicht nicht übertreiben sollte. Ah, okay. Gut. Wenn du das meinst. Ja, ja, zum Schutze aller Anwesenden Pussy. Und natürlich auch zu meinem. Was? Pussy.
Was? Pussy. Come me. Nein, nein, hey, 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 das Hami kommt erst nächste Folge. Richtig. Wir müssen jetzt viermal cutten. Na super. Bis du das ausgesprochen hast. Verdammt. Will ich nicht. So, fertig. War ein kleines. Sie tritt dir gegen Schienbein. Nächstes Mal Dollar. Du vergisst, ich habe Knochen. Das ist so. Sie haut dir in die Weichteile. Da würde ich ausweichen oder das blocken. Das ist jedes Mal dasselbe, Flummi. Wann lernst du denn, dass du es nicht schaffst? Er lacht und rechnet nicht damit. Ein Mann rechnet immer damit. Es ist der Urinstinkt, noch vor dem Essen und dem Schlafen, sein Gemächt zu schützen vor Unbillen des Weibsvolkes. Richtig. Und außerdem gerade in deiner Nähe und wenn ich dich necke, rechne ich damit, weil du es immer versuchst. Sie. Denk dir mal was Neues aus. Kommst du mit dem Kopf runter? Nein, warum sollte ich mein Gesicht dir entblößen? Ich weiß ja nicht, ob du beim Blocken vielleicht etwas tiefer kommst. Ja gut, beim Blocken schon ein bisschen, ja. Siehst du? Sie springt hoch so und leckt dir übers Gesicht. Es ist sehr, sehr schleimig. Ernsthaft? Damit hast du nicht gerechnet. Wer rechnet auch mit sowas? Ich hätte jetzt vielleicht damit gerechnet, dass du mich beißt oder sowas, aber das? Aber es ist viel ekliger. Ja, warum machst du sowas? Weil ich dich damit kriege. Ab ins Auto mit dir. Auf mit mir zu reden, wie mit einem kleinen Kind, du Wichser. Du bist ein kleines Mädel. Hör auf mit mir zu reden, wie mit einem kleinen Kind, du Wichser. Ich hab das auch schon anderen Leuten ausgetrieben und dir werde ich das auch austreiben. Na sicher. Er würde dir quasi jetzt in die Wange knuffen. Jetzt ist still. Jetzt muss sie Selbstbeherrschungswürfeln machen, was? Sie sowas auch schon kommen. Sie überlegt sich, wie sie dich am effizientesten ableckt. Du hast doch kleine Kinder in der Verwandtschaft, ne? Das ist ja schon, so eine Zunge über dem Gesicht ist ja wirklich ekliger, als man denkt. Wenn die gut schleimig ist, das ist ja nicht schön. Schon übel, ja. Ja. Am besten ist da noch ein bisschen Keks dran. Mmh, Peeling nennt man das, Peeling. Marshmallow dann oder so. Ja, bitte. Voll Bockzauber, yay! Nein. Richtig Bockzauber, Zauberfinger und deine Eier quetschen. Ja, sowas in der Art war What? Irgendwie gerade im. Was? Ja. Ernsthaft? Du bist nein. So viel Männlichkeit umgeben. Du musst, also dein Charakter muss wissen, was, wenn er das tut, er, also, weißt nee, du, eigentlich wenn Kaban dich dann zusammenschlägt und dich vor den Gängern abwirft, dann sagen die, du hast es verdient. Eigentlich war eher der Plan, Zauberfinger, damit kann man so viel machen. Man kann ihn in Nasen stecken, in Ohren stecken, überall gleichzeitig reinstecken. Überall. Nee, gleichzeitig nicht. Aber nacheinander. Überall. Ja, das. Nein, nein, nein. Überall. Bin mir gerade gar nicht sicher. Meine Augen gehören mir, lass das. Okay, außer den Augen. Augen sind gemein. Gut, dass du das als gemein empfindest. Ich hätte da was ganz anderes als sehr gemein empfunden. Aber ich glaube, wenn sie den Finger in den Hintern steckt. Ich glaube, sie kann den Finger aber nur materialisieren lassen hinter der Hose. Das heißt, sie kann nur ein bisschen pieken. Und nicht fühlen, ob deine Prostata noch irgendwie, ne, arbeitet. Sehr gut. Aber sie kann in der Nase popeln. Und dann kann sie mit diesem Popelschleim in deinen Ohren rummachen. Zum Beispiel. Und dann sagst du, und dann hast du es im Mund. Dann hast du den Mundschleim plötzlich wieder im Gesicht. Willst du das gerade machen? Ja. Echt? Ja. Alles klar. Iotti. Ich gehe wie eine liebevolle Schelle, wenn ich das merke, dass sie das macht.
Du machst es und erhältst irgendwann eine liebevolle Schelle. Lass den Scheiß. Dann benimm dich. Zauber keinen Menschen an, das, von dem du nicht willst, dass der dir böse gegenübersteht. Was macht man nicht? Dann machen wir mich nicht wie ein kleines Kind, Schnubbi. Das macht man nicht. Oh Mann. Lass dich doch mal ein bisschen aufziehen. Ich lass mich gerne aufziehen. Aber gut, es gibt Grenzen. Dann ab ins Auto. Ich musste meine Grenzen kennenlernen. Du hast deine Grenzen kennengelernt. Und wo das ist, da gibt es noch viel mehr. Sie steigt ins Auto. Kommt gerade der Finger aus der Nase. Wo das herkommt, gibt's noch viel mehr, mein Freund. Und dann so flump ab ans nächste, an die nächste Scheibe. Ja. Mit dem Rotz. Also, ihr steiget nun endlich ins Auto. Ja. Ja. Ihr seid auch drin, tatsächlich. Was? Ich jucke mir meine Nase, weil das war auch sehr unangenehm. Möchtest du gerne ein Taschentuch? Nein, Kleine, ich habe selber. Oh, mit Bienchen? Nein, aber ich könnte dir welche besorgen, wenn du sie brauchst. Bienchen? Schläfst du sonst halt nachts nicht? Und Blümchen? Fahr jetzt. Das ist dein Auto. Fahr gefälligst selbst. Stimmt, das war mein Auto. Ah, stimmt, das ist mein Auto. Steig aus, Ojo. Verdammte Seuche. Ja, ich fahre. Brüm. Das Fahr jetzt war natürlich an den Autopiloten gedacht. Versuch dich nur rauszureden, du riesengroßer Tollpatsch. Hä, nein, das war eindeutig. Der hat den Befehl doch extra gegeben. Fahr endlich. Der hat beim ersten Mal nicht reagiert, weil er so lange hochgefahren hat. Und weißt du, warum der so lange hochgefahren hat? Weil auf dem Auto Dr. Baryshnikov Einzug gehalten hat. Deswegen ist es halt absolut berechtigt. Das ist keine Ausrede. Guck mal, dein Auto möchte einen größeren Auspuff. Oh Gott, ey, dieser Scheiß-Spam, ne? Wann wird man den endlich wieder los? Na, sobald du nach Warschau fährst. Ich fahr gleich nach Warschau und hau diesen Dr. Baryshnikov voll aufs Maul. Um Gottes Willen, ich fahr mit, damit ich mir das angucken kann. Ich werde es filmen und bei YouTube hochladen. Du solltest daraus einen Spam basteln, das wir dann wieder viral verbreiten. Verdammt, als Warnung für alle anderen. Als Warnung für alle anderen. Traditionen müssen gewahrt bleiben. Alter Schwede. Das geht mir auch schon ein bisschen auf den Sack, dieses. Hm? Aber warum? Weißt du, wenn man das sein, kommt ständig wenn man, und überall. Aber wenn man seinen Versprechen Glauben schenken darf, ist Warschau das Paradies. Ja. Also für mich. Bei dir passt doch sowieso nicht so viel rein. Da passt alles rein, was ich will, dass da reinpasst. Gross. Das ist, ich stelle mir da jetzt so keine Bilder vor. Das musst du auch nicht. Reißt das nicht alle? Ich frage mich. Das ist Biogewebe. Einstellbar, so wie ich will. Naja, jetzt Moment, Gewebe kann man ja nicht so krass. Jetzt kriegst du eine hochgezogene Augenbraue, das so von wegen, okay. Das sind Details, die er noch nicht wusste. Achso, Cyber? Wusstest du nicht? Also, so halb Bio-Cyber, weiß ich auch mal. Du glaubst gar nicht, wie praktisch das ist. Ich muss mir keine Sorgen machen, weißt du, wenn ich dann doch mal stockbesoffen war und dann doch mal vergessen habe oder irgendwas anderes, weißt du. Keine Kinder, keine Krankheiten, keine Probleme, alles easy. Und wenn du doch mal einen schlechten Griff getan hast und der Kerl dann doch mal irgendwie, ne, zu wenig, kannst du alles einstellen und hast du trotzdem noch was davon. Perfekt. Generell gar keine Kinder mehr, oder? Was? Nö, wenn ich will, theoretisch wollte. Ja, dann müsstest du aber nochmal eine Veränderung vornehmen lassen. Nee, müsste ich nicht. Na, irgend so ein Hormon spritzen, dass es dann aktiviert wird oder sowas. Was? Ich muss einfach das andere deaktivieren. Na, du hast ja mehr Bio als Cyber.
Das heißt, richtig. Es muss ja ein biologischer Auslöser sein. Deine, ja, okay, deine Eierstöcke sind in Winterschlaf. Ja, stimmt schon. Nee, du nicht ganz. Du machst dann den Nanitenwecker rein oder so. Nicht ganz, aber ja. Ja, ja, ich weiß. Okay, die Hormone, die sie sonst so produzieren sollen, die, das hören sie vielleicht nicht auf. Kann, wenn ich will halt, aber ansonsten. Hm, praktisch. Ja, finde ich auch. Weißt du, keine ungewollten Schwangerschaften mehr. Die arme Wurst kann auch nichts dafür. Was? Die arme Wurst der ungewollten Schwangerschaft kann auch nichts dafür. Die arme Wurst kann auch nichts dafür, genau. Das ist super. Gut, kann ich mich vorstellen, ja. Naja. Was hat der Spaß gekostet? Ein Tausender, glaube ich, knapp. Bisschen mehr. Naja. Naja, also sagen wir es mal so, wenn ich Verhütungsmittel und den ganzen Scheiß zusammenrechne, was da so zusammenkommt, plus Abtreibungen sind echt nicht billig. Das könnte sein, ich muss noch keine bezahlen. Siehst du? Ich schon. Das ist echt nicht billig und dann irgendwie, ne, Kerle sind dann ja sowieso immer empfindlich. Kann ich verstehen, also ich hätte Gummi, auch nicht. Ja, das heul, sowieso. Heul, heul. Ja, aber jetzt ist es egal. Sowieso, das Gummi ist sowieso immer zu eng. Siehst du? Dachte ich mir. Aber für mich jetzt kein Problem mehr. Irgendwas mit, also, es ist ja nicht nur gegen die Schwangerschaften. Nee, Krankheiten, dafür ist auch gesorgt. Hm, okay, das ist praktisch. Siehst du, das dachte ich mir nämlich auch. Und dann dachte ich mir, oh, weißt du, da hast du was von. Du hast mehr vom Sex, auf jeden Fall. Du musst dir um weniger Gedanken machen und letzten Endes hast du eigentlich immer was davon. Egal, was der Typ für eine Flachpfeife ist. Und ohne, dass du die ganze Arbeit selbst machen musst. Hm, na gut. Also. Ich muss sagen, eine der besten Investitionen, die ich diesbezüglich getätigt habe. Also, die ich wear-technisch getätigt habe. Ja, kann ich mir vorstellen. Und die zahlt sich von alleine ab. Das stimmt. Das ist so. Na, Deli, interessiert? Nee, danke. Vielleicht für meine neue Freundin bald. Aber. Ey, pass mal auf. Das ich hab da was. Weißt du, ich hab ja schon diese Borch-Insel, ne? So, aber bei dir ist trotzdem wie Salami in die Turnhalle. Deswegen gehen wir jetzt schön zum Onkel Doktor und der lässt sich erstmal ein bisschen einstellen auf mich, ne? Dass das mal klar ist hier. Die Modifikation, so. Dr. Baryshnikov für Frauen. Ja. Sehr gut. Bietet Dr. Baryshnikov sowas eigentlich auch an? Dr. Baryshnikov. Dr. Baryshnikov bietet auch für Frauen Sachen an, aber er bietet nichts an mit Cyber oder BioWare. Das ist ja quasi Geschlechtsteil-Homöopathie, was er. Aber das sagt er nicht, denn das funktioniert, das Zeug. Er hat ja Beweise, Videobeweise. Durch Hand auflegen wieder größer. Nicht nur. Erstens ist es eine spezielle Hand, dann wird sie speziell aufgelegt und dann immer hin und her bewegt. Magische Geräte aus Obsidiankäse und dergleichen mehr. Das siehst du, hatte deine Frau vorher Mann, der war bei Dr. Baryshnikov. Schickst du sie einfach zu mir. Und kommst am besten in mir. Mhm. Willst du sicher gehen, dass deine Freundin nicht geht fremd? Komm zu Dr. Baryshnikov. Du ruinierst sie für alle anderen Männer. Alter. Was man denn? Man könnte auch eine Diebstahlsicherungs-Cyberware einbauen. Ja, kann man. Schnapp! Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist nicht das erste Mal, dass eine Shadowrun-Runde darüber sich unterhält in meiner Gegenwart. Raid-Boat, das ist einfach so. Ja. Ich glaube, in Ägypten haben die so ein Anti-Rape-Kondom. Das wollte der Spielleiter mir übrigens auch in die Möse eindingsen, den Raid-Mode. Und ja, wolltest du. Da habe ich gesagt, das ist unnötig. Besoffen? Nee, warst du nicht. Alles klar. Aber ich, also. Eieiei. Ich meine, wenn man so schon was nachdenkt, ist schon hart.
Na, ich meinte, das ist unnötig, weil A, rastet die dann sowieso aus. Ich glaube, ich wollte nur mehr Essenz rausziehen auf die. Ja, ich glaube ja, okay. Auch. Ja, das klingt. Ich meinte, A, rastet die dann sowieso aus und zum Zweiten kannst du ja dann zur Not die meisten Sensoren, also die Sensoren, die sich abschalten lassen, kannst du dann ja wenigstens abschalten. Was nichts gegen den Vorgang an sich, aber okay. Das ist weniger schmerzhaft. Durchaus, durchaus, durchaus. Gut. Ja, ich bring dich jetzt nach Hause oder wo wollen wir das noch hin? Achso, ja, ich glaube schon. Wir haben ja jetzt irgendwie ein bisschen Zeit. Also wir müssen ein bisschen was darüber rauskriegen, aber. Ja, das ist so eine gute Frage. Was tun? Also das war ja leider nicht allzu aufschlussreich. Sagen wir, ich bin auf jeden Fall Mittwoch verplant. Ich bin wahrscheinlich auch Donnerstag und vermutlich auch noch Freitag verplant. Ja, kann ich mir vorstellen. Welchen Tag hatten wir heute nochmal? Samstag. Das heißt, wir haben nur noch ein paar Tage Zeit. Also ich glaube, das ja, bereiten Moment. Wir also quasi vor den die beiden Tage vor oder drei Tage vor und dann. Ja, Moment, alles easy. Sobald wir haben Zeit. Ja, aber sollten die Sachen nicht möglichst zeitnah geklaut werden? Damit das halt noch aktuell ist? Naja, aber da kommen... Ich habe keinen Bock, zwei Einbrüche zu machen. Nee, aber ich habe auch keinen Bock, zwei Einbrüche zu machen. Das Ding ist nur, dass wir jetzt am besten gucken, was machen wir und wie gehen wir da rein. Wir haben ja also ein bisschen Zeit, habe ich noch. Wir können ein bisschen quatschen. So ist es nicht. Also nur meine, ich bin gerade noch nicht so richtig firm mit einer Idee, wie wir da rankommen. Entweder wir sagen, okay, wir wollen einen Film drehen oder wir wollen irgendwas in die Richtung machen. Mhm. Dann ist es aber halt, dann hätten wir halt aber auch nur unter Aufsicht Zugang zu den Räumen, weißt du? Das ist ja, da können wir uns aber die Räumlichkeiten vielleicht mal angucken. Das ist richtig, es kostet nur eine Menge Asche. Naja, für den... Und die haben das aufgenommen, also Ogi hat gesagt, die haben sein Gespräch aufgenommen. Ich habe eigentlich keinen Bock. Gut, das wäre wahrscheinlich da mit auf dem Knoten, aber ich bin mir nicht sicher, ob die nicht einen extra Sicherheitsserver haben. Ja, aber ich meine jetzt, das kostet ja noch keine Asche, wenn wir da erstmal hingehen und sagen, wir wollen uns das eventuell angucken. Dann müssen wir ja noch, da brauchen wir nur ein Projekt. Genau. Na, meine Angst ist, dass die uns dann tatsächlich da irgendwie aufnehmen und bla und dü und weißt du? Mhm. Ogi hat gesagt, die haben es aufgenommen. Das ist natürlich scheiße, stimmt. Das Gespräch. Ich verweise auf die Tatsache, dass da zum Teil auch reiche Leute ihren Stuff drehen. Reiche Leute neigen auch dazu, Privatsphäre haben zu wollen. Wir sind aber nicht reich. Das sagst du, aber wir ja, können... Ja, wenn sie nun aber die Möglichkeit haben, Privatsphäre ja, zu gewährleisten. Ich meine, er könnte es auch verlassen. Bei Filmleuten auf jeden Fall, aber... Ne? So prinzipiell geht es. Ja. Und Ogi war der Einzige, den ihr bisher gefragt habt. Es ist ja nicht so, als würden noch andere Leute, ne? Ja, zum ja. Beispiel so eine kleine, lustige Truppe von Studenten, da passt ja eigentlich auch gut rein. Die drehen halt gerade den Pitch and Shaman. Also bald drehen die den. Vielleicht sollten wir da mitmachen. Als magische Unterstützung und ich bin der Schamane. Bist du bekloppt? Tut mir leid, aber der Ork sieht überhaupt nicht aus wie das in meinen Vorstellungen. Der Pitchen-Shaman, Alter. Ganz anders. Aha. Naja, aber wir haben's gesehen. Wir waren quasi live dabei. Ja. Aus erster Reihe. Wir wollen aber nicht den Scheiß, der passiert ist. Wir wollen den Awesome-Scheiß, der nicht passiert ist. Das, was davor und danach passierte. Nee, aber das halt als Möglichkeit noch. Das ist richtig. Wir können ja mal gucken, was das für eine Truppe ist. Richtig. Moment, ihr wollt wirklich zu denen? Vielleicht. Geil. Alles klar. Oti, wie sieht's denn bei euch zeitlich aus? Nee. Okay. Nope. Ich schreibe mir das gern auf. Also das machen wir auf jeden Fall. Na, was sind denn das für Typen? Und wie kann man die erreichen und überhaupt? Ja, das sage ich euch nächste Woche. Macht man noch ein bisschen Brainstorming. Falls noch andere Ideen aufkommen.
Naja, gut, bis man die erreicht, das dauert wahrscheinlich so 2, 3 Tage oder sowas. Aber... Naja, egal. Naja, maximal sind Studenten, ne? Ja. Und wenn jemand interessiert ist an deren Projekt, was niemand ist, ich glaube, da haben die auch plötzlich Bock. Wir könnten natürlich auch als Vocal Training bzw. Schauspieltraining reingehen, aber ich bin nicht wirklich, naja, begabt. Na, eine klassische Singstimme habe ich jetzt auch nicht. Ansonsten, als Reinigungskraft ist ja halt das Übliche, aber da müssen wir bei Aztec irgendwie da durchkommen. Wir hätten ja noch den Aztec-Guy. Aber, also sagen wir, das ist etwas, was ich mir für später Aufsparen. aufheben möchte. Wenn oder wenn uns nichts anderes einfällt. Richtig. Ja, also was wir halt tatsächlich machen können, ist, dass wir einfach uns das Ganze da mal angucken. Wenn wir vielleicht versuchen, bei dieser ganzen Schamanensache mitzumachen, wir können auch einfach sagen, hier, wir finden das so geil, komm, wir tun auch noch ein bisschen Geld dazu. Die brauchen ja bestimmt Asche. Na klar, so ein Indie-Projekt, wir gehen als Sponsor da rein, weisen uns vielleicht so als Ryzen-Mitarbeiter aus, Nein, ich die... weise mich nicht als Horizon-Mitarbeiter aus, das ist sinnlos. Ja, weil du Warum? Angst hast, dass du zu viel Spaß Weil ich Angst habe, dass ich es nicht darstellen kann. hast. Horizon ist super. Das ist ganz Ja, aber du einfach. weißt nicht, wie mein Horizon funktioniert. Hatte ich dir schon mal von den Ich-Botschaften erzählt? Ja. Das habe ich ihm noch nicht erzählt. Ich Das habe ihm das war. erzählt. Ja. Also, das Man war. muss halt sehr reflektiert, also ich wäre sehr stolz darauf, wenn wir das sehr reflektiert machen könnten. Ist das so richtig? So ähnlich. War bei dem Satz nicht relevant, deswegen war okay, aber das ist ja nur das eine. Denkst du, mein Horizon ist, also mein Horizon ist beste? Ryzen ist doch super. Ja. Ist wirklich so, sind die besten. Ich finde deine Kritik jetzt auch nicht sehr angebracht. Meine Kritik, ne, es hat nichts mit Kritik zu tun, nur ich glaube, dass ich einfach nicht dazu tauge, bei Horizon zu arbeiten. Darum geht's. Ja, aber wenn wir beide uns zusammensetzen, dann könnten wir beide das auch vermutlich hinkriegen. Also ich würde dich da auch sehr unterstützen. Wie viel Erfahrung hast du denn mit Horizon gemacht, Keine, aber ich Karban? versuche das gerade. Reden nicht immer so scheiße? Wie viel Ahnung hast du denn von Horizon? Ich habe Ich hab doch keine. keine Ahnung. Gut, bis auf dieses kleine Projektchen, bei dem wir ganz am Anfang, bei dem ich ganz am Anfang irgendwann mal. Ach, egal. Du warst bei Horizon so ein Projekt? Nein, ich war nie bei Horizon bei einem Projekt, nie wirklich. Nur um woanders reinzukommen. Okay. Erinnerst du dich nicht? Das Filmstudio? Das Polizeirevier? Ganz am Ah Anfang? ja, der Dude! Ey, Ja. klar! Ich erinnere mich. Erinnerst du dich nicht an diese gewählte Ausdrucksweise? Hey, Der er war, hat mir jetzt mal quasi ganz die im Ernst, Butter jetzt mal vom ganz im Brot Ernst. genommen, der Typ, doch. Jetzt mal ganz. Wow. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Damals habt ihr als ersten Run mit null Ahnung und einer Billy, die nichts Kriminelles machen will, du, die du niemanden töten wolltest, habt ihr einfach Das waren noch als Zeiten, Gott, war ich dumm. improvisiert einen Horizon-Typen direkt zu überzeugen. Und das war ein Miracle-Horizon-Typ, der rüberkam. Das heißt, der war noch richtig eingefleischter Dude. Und der hatte schon richtig Bock, mit euch ein Computerspiel zu machen, ja? So, das ist so gut gelaufen. Warum? Nicht wieder. So gut, wie das Sind gelaufen das ist. Horizon-Studenten oder was? Das bin ich mir noch nicht ganz im Klaren. Es sind Filmstudenten. Sagen wir Na, es mal bei dem. so, es müssen Konzernstudenten sein aus irgendwoher, weil Privatstudenten, die können sich ja gerade so das Studium leisten. Und der Konzern, ne, Na, sagen wir finanziert mal zum Teil so, bei den besser. Studenten reinzukommen, das könnte halt gehen. Also zumindest ich habe noch das Alter dafür. Du nicht mehr so. Ich unterstütze dich halt. Du bist mein Sugar Daddy.
Ja, muss halt, ne? Irgendwo muss das Geld ja kommen. Das ist richtig. Meinst du, Daddy, das ist was für mich, die Schauspielerei? Oh, aber Liebes, du kriegst doch alles hin. Du bist immer so lieb zu mir. Du musst nur alles machen, was der Mann dann von dir verlangt. Du musst dich auch nicht schämen oder fürchten. Es kann sein, dass er dir zeigen will, dass er dich gern hat. Yep. Aber ich hab ihn doch auch gern. Dann zeigst du ihm das einfach. Da kommt die Liebespeitsche raus. Yay. Krieg ich dann wieder ein Wassereis? Ja, du darfst ganz viel lutschen. Schmeckt's nach Erdbeere? Manchmal. Oh. Okay. Themawechsel. Ich hab Hunger. Du kriegst jetzt aber gar nichts zu lutschen von mir. Mist. Nee, also das wäre sicherlich eine Möglichkeit, die man probieren kann. Je nachdem, was wir über die Typen rauskriegen. Aber wenn das Filmstudenten sind und so, dann werden die bestimmt sehr viel in ihrem Social-Media-Kreisen unterwegs sein. Das heißt, man kriegt bestimmt relativ easy was über die raus. Jo, die sind ja meistens relativ extrovertiert. Ja. Ansonsten... Die internen Mitarbeiter irgendwie miteinander... Über die Schiene reinzukommen, wüsste ich jetzt. Springt bei mir so nichts ins Auge gerade. Nee, bei mir auch nicht. Ja, gut, kriminell, Diebstahl, bla, da ließe sich zur Not vielleicht irgendwas Dings. Bestechung, ja. Ja, möglicherweise entweder Bestechung oder man arrangiert halt was oder was weiß ich. Aber die Gefängnisse sind ja zu voll und keine Anklage und bla. Wenn, dann müsste da schon irgendwie ein bisschen mehr passieren. Irgendwie hat der das eigentlich so zu Recht reingeschrieben? Bitte? Hat Rumpelstießchen das eigentlich ins Dossier so reingeschrieben, das mit dem Orks zu Recht in Klammern? Nein. Danke. Ich habe das nur aufbereitet. Er hat dann auch mehr mit Daten gemacht und irgendwelchen Auszügen und irgendwelchem Scheiß, was ich dann für euch zusammengefasst habe. Sein Dossier war quasi viel länger, aber ich habe nicht die Zeit, das so zu machen wie früher. Und es ist auch besser, wenn ich bei der Menge dann einfach ein paar Sachen zusammenfasse. Ja. Hast du schön gemacht. Ich bin stolz. Das heißt, das zurecht kam auf jeden Fall von mir. Sehr gut. Naja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man den Studenten ginge, vielleicht einfach deswegen, A, weil ich es echt witzig finde. B, weil ich glaube, dass man da möglicherweise noch, wobei ich habe keine Ahnung von Filmen, das muss man jetzt einfach mal so zugeben, überhaupt keine. Tito. Outgame. Aber viele, das ist, glaube ich, auch nicht so notwendig. Die ganze Gruppe wird ja nicht aus Filmleuten bestehen. Eben. Das ich glaub, sind ja das alles Amateure. Ich glaube, das ist gar nicht so notwendig. Also, je nachdem, welcher, wo die herkommen und wie das so ist, ginge das möglicherweise mit dem magischen Shit sogar. Aber ich bin echt scheiße bei dem ganzen... Ansonsten müssen wir halt Gua-Unis 2 Rentenrevanche mitspielen als Statisten, die abgeschlachtet werden oder so. Ja. Hey, das ist ein Qualitätsfilm, da kommt ihr gar nicht rein. Sagst du. Hey, die Gua-Unis... Hallo? Orks sind halt die besseren Opfer. Ja, ich bin stimmt. Das beste Opfer. Ja, du bist ein kleines unschuldiges Mädchen, aber... Beim Ork spritzt mehr. Das genau. Besonders, wenn man es drauf anlegt. Warum seid ihr heute wieder schmutzig? Ja, 33 ist ja auch die Antwort auf alle Fragen. 33? Nicht 42? Alter. Alles klar. So, was war das Letzte? Sauerkirschen. Hab ich vorweggenommen. Ihr seid ja dran. Ja, genug rumgeblödelt. Das wird aber auch schwierig. Also das wäre zumindest eine Möglichkeit, um sich den ganzen Blödsinn mal anzugucken. Und um mal zu sehen, was da überhaupt irgendwie, ne?
was da passiert und was man vielleicht für Möglichkeiten hat, wie das ganze Ding drinnen aufgebaut ist und so weiter. Mhm. Vielleicht kommt da der 3D-Mapper mal wieder zum Einsatz. Yeah. Wir könnten auch natürlich auch versuchen, einen kurzen romantischen Film drehen zu lassen. Was für einen kurzen romantischen Film? Naja, so als wir gehen halt als Pärchen, wir wollen so einen romantischen, kurzen romantischen Film drehen. Ja, bestimmt. Nur. I'm afraid I can't do that. Sehr gut. Nein, ich meinte nicht, dass wir es wirklich tun, sondern dass wir so tun, als ob wir das vorhätten und eventuell dann abgeschreckt sind, um halt die Locations einmal auszuspähen. Nehmen die nicht Abstand? Die machen hin und wieder romantische Filme. Es ist ein Unterschied zwischen Romantik und dem Filmen sexueller Handlungen, meine Liebe. Ich weiß, das ist dir fremd, zumindest das erste Wort. Aber ich habe mir sagen lassen, da sei ein Unterschied. Wir können uns ja beim eines vorher miteinander essen, filmen lassen, mit einem sehr romantischen Gespräch. Weißt du, das ist also, das sind Filme, also die, also, du könntest mir derweil einen Heiratsantrag machen. Damit dieser Moment für immer festgehalten. Oh, dieser Ansatz, der war übrigens auch nicht, dass man das zusammen macht, sondern genau das halt man macht. Also, dass der Mann dann irgendwie, er spricht seine Verse in die untergehende Mondfinsternis oder so, ne? Am Strand, ist klar. Barfuß. Oder dann erklärt er seine unheilige Liebe. Und dann ist da der Heiratsantrag drin zum Beispiel. Also das wird ja nicht zusammen gemacht, weil dann macht ihr einen Film von euch beiden über vielleicht so 2 Minuten für wen? Deswegen, ne? Die kann man ja einfach mitnehmen und man macht das dann vor laufenden Kameras und Heiratsantrag. Das ist natürlich auch eine Idee. Und dann hat man für immer die wunderschöne Erinnerung, wie unheimlich nicht gestellt und spontan dieser wunderschöne Heiratsantrag war. Wie wenig Stress es war, vorher das alles auszuarbeiten, 500 Mal die Szene zu drehen, weil der Depp den Ring nicht drüber kriegt und so. Das stelle ich mir gut vor. Gefällt mir. Die sollen dir die Szene nur einmal aufnehmen. Beim ersten Mal klappt das. Weißt du, so ich glaube, es gibt tatsächlich Pärchen, die würden sowas tun. Es gibt auch Hochzeitsproben. Auf. Ja, allerdings. Siehst du? Das ist doch im Grunde nichts anderes. Und das selbstverständlich wird das der romantischste Augenblick meines... Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Oh ja. Warum habe ich das da hingeschrieben? Ich wollte euch nur sowas machen. Du wusstest ganz genau, dass wir darauf Nein. eingehen. Ich dachte, eure Abwehr ist stärker. Niemals. Wir lassen uns von jedem kleinen roten Fisch angeln. Du meinst einfach nur, um den Spielleiter zu trollen, müssten wir das jetzt durchziehen. Ja, definitiv. Alles klar. Das war der Taubenschamane. Ja, den Taubenschamane ist eigentlich auch schon ganz geil. Vielleicht kann man ja beides in Verbindung machen. Genau, wir tun so, als wenn wir mit dem Taubenschamanen mitspielen und dann mache ich den Heirat und sage, romantisch. Du könntest es auch einfach lassen und wir sind dann nur dabei wegen des Taubenschamanen. Ja, plötzlich. Du willst mich doch nur halt nicht heiraten. Aber dein Herz ist doch schon verschenkt. Ja, Freya ist toll. Kenn die gerade erst seit kurzem. Ja, aber da kannst du doch jetzt nicht sagen, du möchtest dich mir zu Füßen werfen. Das hat niemand gesagt. Ich habe gesagt, ich mache den Heiratsantrag auf der Arbeit. Du hast meinen Witz nicht verstanden. Das ist sehr traurig. Ich werde mich dir auch nicht zu Füßen werfen. Was? Wenn, dann erwarte ich einen Kniefall, damit wir auf Augenhöhe sind. Fang einfach an zu schweben. Vielleicht besser nicht. Er flügelt von seiner Liebe. So romantisch. Du könntest Amor sein. Machst du Fliegel und fängst an zu schweben. Könnte auch eine Putte sein. Könntest was? Eine Putte sein. Hockst du immer auf deinen eigenen Eiern rum, oder was? Ja, so ungefähr. Eine Putte, keine Pute. Ach so. Entschuldigung. Ein kleines geflügeltes Engelchen.
Ja, aber ich kenne mich mit diesen mit deiner Tradition nicht so wirklich aus. Das hat doch nichts mit meiner Tradition zu tun. Was ist überhaupt eine Tradition? Ach ja, doch, das hast du mir mal erklärt. Aber ich kenne keine Putte. Ich glaube, ich wäre auch keine. Ich bin ja kein kleiner Junge oder kein kleines Mädchen, das aussieht wie ein Baby. Kaba? So heiße ich. Du stehst heute auf dünnem Eis und irgendwann bricht es unter dir zusammen. Nee, lass mal, das hatten wir schon. Ja, kann sich auch wiederholen. Ach, nee. Ich glaub, nein, eigentlich habe ich zu gute Laune dafür, glaube ich. Weiß ich nicht. Nein, eigentlich nicht. Warum hast du keine gute Laune? Ich hab gute Laune, es ist schon alles easy. Eigentlich habe ich gute Laune. Ich hatte viel Kakao, viele Plätzchen und Sprühsahne. Geil. Taubenschamane oder was anderes, was eigenes. Was eigenes wäre leichter. Dann müssten wir auch keinem anderen Rechenschaft dingsen und dann könnten wir uns auch einfach, wenn das vorbei ist, wieder zurückziehen und überhaupt, weißt du? Ansonsten wird's echt schwer zu erklären, weshalb wir da plötzlich wieder gehen. Ja, definitiv. Also es, wenn wir denen quasi, also was eigenes wäre auf jeden Fall einfacher. Also da machen wir weniger Trubel mit. Aber die Tarnung ist, glaube ich, besser, wenn wir schon in ein bestehendes System kommen, oder? Ja, ja, die Tarnung ist besser. Es wäre halt die Frage, was die da machen und so weiter, weil ansonsten könnten wir einfach nicht erklären, wieso wir plötzlich wieder aus diesem Projekt aussteigen, wenn gerade der Knoten geklaut wurde oder was weiß ich, weißt du? Also, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, für einen Menschen sollte mehr als ein Grund existieren, als Amateur sich plötzlich von dem Projekt der Taubenschamane zurückzuziehen. Ehrlich gesagt, ständig auf die Füße. Ich sehe da überhaupt keinen Grund. Es gibt keinen vernünftigen Grund, sich daraus zurückzuziehen. Es gibt die nicht. Soll ich dir 50 nennen? Ja. Zum In alphabetischer Reihenfolge. Du hast überlegt, dass du vielleicht doch nicht im Fernsehen dich und dein Gesicht entblößen willst. Zum zweiten, Mutti hat's verboten. Zum dritten, die Leute sind so unsympathisch. Zum vierten, ich hatte mir das total anders vorgestellt und ich wollte der Star sein. Zum fünften, also Taubenschamane, ich dachte irgendwie, das wäre ein Ork, aber jetzt haben die Menschen genommen und ich bin bei Mom und finde das überhaupt nicht cool und Penis. Zum sechsten, das ist so gewalttätig, ich dachte, das wird dramatisch. Zum siebten, tut mir leid, aber das Studium stresst mich gerade so hart. Und obwohl ich richtig gern mitmachen würde, kann ich einfach nicht mehr. Zum achten, war ich beim achten. Na, keine Penis. Konzertsinn, keine Bitte? Studiumssinn. Ja, okay, was auch immer der Job, was auch immer dich dann hart stresst, dass deine Tage bekommen. Auf jeden Fall, das sind alles Amateure. Das heißt, es gibt schon Gründe, sich dann zurückzuziehen. Du bist erst bei 8, wir brauchen noch 42. Alles klar, Punkt 9. Weißt du, der Typ, der hat mich so oft angebaggert, ich find's einfach widerlich. Punkt 10. Ich bin schwanger. Punkt 11. Ich hab das Gefühl, die Leute hier haben was mit Horizon zu tun, das ist total widerlich. Punkt 11. Punkt 12. Nein, das ist reiner. Wie, das ist Trash? Ich wollte was Hochwertiges machen. Punkt 13. Ich habe ein anderes Angebot bekommen. Ich werde auf jeden Fall der neue Model Superstar. Ja. Wo war ich? Durcheinander. Durcheinander. Was weiß ich? Ich meine, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Beauty. Wenn die nicht alle von einer Uni sind, dann geht's vielleicht. Ihr habt jetzt nicht so viele Unis in Moskau. Das ist ein Riesencampusgelände. Da hat jeder Konzernuni oder nicht? Naja, die Uni ist dann unterteilt in Konzernuni, beziehungsweise Konzernunis und dann gibt's die öffentliche, die natürlich auch geldmäßig die öffentliche ist. Wo dann auch viele wechseln, wenn sie gut genug sind. Aber nicht jede Konzernuni ist
super hart abgeschottet, außer ihre Megatalente natürlich. Aber Megatalente drehen im Allgemeinen nicht den Pitch and Shaven. Das ist richtig. Ja. Oh, ich sollte mir irgendwann mal eine Sinn zulegen, die Studentin ist. Hilft total manchmal. Wenn es nicht so teuer wäre. Das stimmt. Ich bräuchte auch noch eventuell eine neue. Du könntest übrigens Fedor auch Geld geben und er würde die Sinn so bearbeiten, dass du eingeschrieben bist, ne? Ja. Eine von denen. So ich habe nur zwei. Die eine, naja, eine ist von denen. Informantin beim Mostrans-Gedönse, bla. Die lässt sich schwer umarbeiten und die Dreier sind auf keinen Fall. Oder ich sag mal, es wird teurer, die umzuarbeiten. Ja. Tja. Das wird wahrscheinlich so teuer, dass ich mir dafür schon fast eine neue kaufen kann. Nee, das nicht. Aber irrelevant. Es sei denn, das läuft wie quasi eine eigene Lizenz, das geht. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Weiß ich noch nicht. Naja. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Vielleicht gucken wir dann einfach mal, wie das mit dem Pitch and Shaman aussieht. Ja, also mit dem Pitch and Shaman. Mal gucken. Wir können sie einfach erstmal versuchen. Ich schreibe die mal an. Ich gucke mir das mal an. Ich schreibe die mal an. Die werden mir dann schon irgendwann eine Antwort schicken. Ja, richtig. Und so schrob sie sie an. Cut. Bam. Perfekt. Top. Also, anderthalb Greif. Das ist die Maßzahl. Ich hoffe, du weißt es Bescheid. Also man wusste ja, dass das irgendwie Maßeinheiten gibt, ne? Aber also für das persönliche Wohlbefinden der Brustgröße meine ich jetzt, ne? Ist ja klar. Also nicht für das Weibliche, denn das interessiert ja im Wesentlichen auch keinen. Nicht? So, aber ich habe ja auch schon gehört, so, dass Männer das da messen, aber direkt die Maßeinheit Greif, die kannte ich noch nicht. Das fand ich sehr schön. Ist natürlich irgendwie doof, dass dann gleich den Prinzipien widersprochen wird und er die Ali jetzt trotzdem mitnimmt, obwohl es nicht anderthalb Greif sind. Aber was willst du machen? So ein Ork, der hat jetzt auch nicht immer die Möglichkeiten. Gerade so ein Schwein, das ist, hat er halt Pech. Nicht? So, ist es. Nämlich. Bam. Ansonsten hoffe ich ja, du hast nicht ganz so super genau zugehört, weil ich mich natürlich mit Informationen in den nachfolgenden Folgen widersprechen werde. Ich mir widersprechen werde. Also nein, nicht wirklich. Ich habe sie raffiniert. So ist es nämlich. Nicht? Genau. Alles klar. Konsistent, dicht und deep. Total. Lied Russian Style auf dem Album Great Style von German Shepherd für alle rechtlichen Informationen. Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und grüß die Nachbarn.